Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von This War of Mine mit Remastered oder für Remastered. Und wir sind zurück an Tag 14 im Haus. Wir erinnern uns, letztes Mal haben wir an dieser Stelle gestoppt. Jan ist gerade von seiner Jagd aus dem Krankenhaus zugekommen. Er ist traurig und müde, das heißt, und auch very hungry. Wir schicken ihn jetzt erstmal ins Bett. Philipp ist hungry, Alex ist very hungry und Jakob ist auch very hungry und auch müde. Dann schicken wir die beiden noch erstmal schlafen, die müde sind. Und lassen jetzt erstmal Phil was essen. Und Alex lassen wir auch gleich was essen. Ich hoffe, ich kann noch was zu essen machen, aber es dürfte eigentlich kein Problem sein. Soll auch direkt mal selber kochen. Ja, sicher. Können wir direkt nochmal zwei gute Mahlzeiten machen. Dann schicken wir Phil erstmal runter und schauen mal nach, ob wir jetzt vielleicht was Neues bauen können. Wir erinnern uns, ich wollte ja eine zweite Falle bauen, das kann ich jetzt. Und das mache ich jetzt auch. Dann haben wir sie safe und dann passt das Ganze schon. Die setze ich auch direkt mal hier neben die andere Falle. Dann haben wir es einfach von der Orientierung her. Alex zieht sich erst einmal was zu essen rein. So. Und sollte dann jetzt mal hier gucken gehen, kann ich vielleicht das Hatchet-Teil jetzt zusammenknüppeln? Immer noch nicht. Die Weapon-Parts fehlen mir einfach immer noch unten, das Holz, okay. Aber die Weapon-Parts sind natürlich immer das Hauptproblem. Gehe ich nochmal hier zum Workshop. Ich könnte nochmal einen Filter bauen. Ich glaube, das mache ich auch. Dann kann ich schon mal wieder neues Wasser herstellen. Und hier setze ich jetzt gleich erstmal eine Falle wieder aus. Und dann... Was packen wir denn mal rein? Raw Food natürlich. Und so sind wir doch jetzt schon ziemlich autark. Denn jetzt habe ich den Regencontainer. Ich kann nochmal Wasser sammeln. Also mit dem Regencontainer sowieso Wasser sammeln. Und ich kann jetzt eben zwei Fallen gleichzeitig bedienen. Kriegt er dann zumindest immer 4 Food raus. Aber am besten hole ich mir noch ein bisschen Fertilizer. Denn den kann ich ja auch benutzen, um da Food herzustellen. So. Jetzt habe ich das Problem, dass die beiden immer noch very hungry sind, aber auch am Pennen sind. Tag 14, 11.50 Uhr. Es könnte natürlich auch passieren, dass ein Nachbar oder sowas vorbeikommt. Das heißt, ein wenig sollte ich mich noch gedulden. Ansonsten geht es ihnen aber allen eigentlich ganz okay. Also es sieht gerade echt ganz gut aus. Können wir mal kurz Radio anmachen. Kaffee. Also Kaffee ist jetzt gerade wieder verfügbar. Das heißt, man kann dafür jetzt, man könnte ihn theoretisch wieder kaufen, wenn man jemanden hätte, der eben süchtig ist nach Kaffee. Das ist eine relativ wichtige Info. Aber haben wir ja nicht, offensichtlich. Nö, außer dass die Temperaturen auch weiterhin steigen, ist eigentlich alles gut. 15 Grad, damit kann man ja gut leben. Jan ist aufgewacht und kann sich jetzt erstmal was zu essen holen. Während er sich jetzt hier ein bisschen darüber aufregt, dass er die Stadt nicht verlassen hat, so wie immer. Das liegt daran, dass Jan immer noch sad ist. Jan, very sad. Ja, muss man mit leben, ne? Ich meine, es wäre natürlich mal ganz schön, wenn wir vielleicht eine Gitarre bauen könnten. Oder auch einen Sessel. Da können die Leute sich auch ein bisschen entspannen, wenn sie traurig sind, aber gut. Mal gucken, kann ich mir noch ein Essen machen? Nein, Wasser fehlt mir. Und auch ein Brennstoffelement. Dann lasse ich Jakob doch nochmal so ein Dosenfutter reinziehen. Und dann sind die alle vier doch wieder erstmal gut versorgt. Und wir sind dann nach 14 Tagen doch relativ gut in Schuss erstmal. Dann schlage ich mir mal selber vor, dass wir den Tag beenden. Wobei, guck mal, Philipp, er ist der Einzige, der weder hungrig ist noch... Ihm geht's einfach blendend. Tja, Philipp, so kann das manchmal sein. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt in der Nacht so alles erledigen können. Ja, wir schicken erstmal Jan ins Bett und im Prinzip Alex hält Wache und Philipp schicken wir auf Jagd. Ist doch eigentlich ganz cool. Im Krankenhaus gibt es noch ein bisschen was zu holen. Da gibt es noch einiges an Materialien. Tja, machen wir das? Ah, guck mal, wir könnten zum Military Outpost gehen. Ich guck mal nach, ob ich noch Boost habe. Ich könnte da mit dem Alkohol handeln. Ich glaube, da schauen wir doch mal vorbei. Auch
wenn es gefährlich ist, aber vielleicht kriegen wir ja irgendwas für unseren Kram. Ja, das machen wir einfach mal. Außerdem treffen wir dann auf jemanden oder auf ein paar feindselige Gestalten eventuell. I've lost track whose side they are on. Ja, man weiß eben nicht, ob das Militär hier bösartig ist. Also einige von denen, das wird im Spiel auch erklärt, tun eben auch sehr böse und schreckliche Dinge. Und dementsprechend muss man aufpassen. Hier sagt der Typ schon, pass bitte auf, dass hier ist Zutritt eigentlich verboten, es sei denn, du hast was zum Handeln dabei. Wir haben ja was zu handeln dabei und wir holen uns jetzt ja von diesem Vorort hier jetzt auch ein bisschen an Kram zusammen. Von daher immer was zu essen sogar. Ist doch top. Dann gehen wir jetzt mal handeln. Ach krass, der Typ verkauft einem sogar eine Pistole, aber da sagt er schon, you'd have to show me a lot in exchange. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bojan heißt der gute Junge. Tja, Bojan, sehr schön, ich kann mir hier 4 Weapon Parts holen. Und Wasser kriege ich nicht mehr mit rein. Das Essen will ich eigentlich gern behalten. Dann machen wir das doch. You did your civic duty. Okay. Ja, ich glaube, ich kann jetzt hier schlecht reingehen, solange der Typ da eben stehen geblieben ist. Da geht jetzt eine Tür auf. Come with me. Excuse me. Das klingt doch nach einer Gelegenheit, die wir nutzen können, um uns hier mal genauer umzusehen. Ist nur die Frage, ob die einen sofort abknallen. Oh, 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 oh. This is our place. Leave. That's right. Stay away. Ja, ja, ich bin doch schon weg. Sehr gut. Wie kann man sich denn da... Vielleicht hätte ich in der Zwischenzeit mich hier hochschleichen müssen und dann hinter diesem Wachmann hergehen müssen. Oder den Wachmann sogar töten müssen, aber... Ob der jetzt wohl nochmal angelockt wird? Weil ansonsten... Oh Gott, das ist aber ein richtig heftiger Outpost. Der ist ja riesengroß, der Komplex. Na, guck mal, vielleicht eröffnet sich jetzt wieder die Chance für mich, noch einmal da reinzuschleichen. Versuchen wir jetzt mal hier hochzuklettern. Ja, es geht tatsächlich. Jetzt habe ich kein Messer dabei. Theoretisch könnte ich den Typen mal halt angreifen, aber was nützt es mir, ne? Kann er mich sehen? Ne, anscheinend gerade nicht. Der raucht da. Oh Mann, ey. Ich meine, ich brauche ja eigentlich nichts. Das Risiko ist es ja eigentlich nicht wert, aber... Ist schon aufregend, da einmal reinzugucken und zu schauen, was die so alles haben. Die Frage ist auch, ab wann sie aggressiv werden, also wann sie damit anfangen würden, mich hier umzukloppen. Jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr, scheiße. Oder kann ich mich an dem Seil hier rüber hangeln? Ja, vermutlich nicht. Der Typ steht immer noch da unten. Boah, ganz im Ernst, ich glaube, ich schleiche mich jetzt... Aber jetzt muss ich warten, bis er wieder weg ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, das gefällt mir alles nicht so sehr. Ich will doch nur, dass Philipp hier wieder sicher rauskommt. Oh Gott, Philipp, was habe ich getan? Du bist gefangen. Da oben sehen wir auch die Flagge. Oh Gott, jetzt kann der Typ sich dort mal wieder verziehen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Komm schon. Komm schon, du musst ihn rufen. Scheiße. Ja, wenn ich jetzt da runtergehe, wird er sofort ausrasten oder nicht? Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich könnte natürlich jetzt auch hier oben stehen bleiben. Und dann würde Philipp ja von sich aus zurückkehren, aber wäre vielleicht verwundet. Aber wenn ich jetzt hier runtergehe, schießen sie vielleicht auf mich, dann bin ich sowieso tot oder verwundet. Oh Gott, oh Gott. Ich versuch's. Ich gehe einfach runter. Don't try this again. Okay, Glück gehabt. Ich hatte noch einen Strike frei. Scheiße. Ja gut, hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Aber haben wir wenigstens mal gesehen, wie es da aussieht. Und können uns ja merken, dass das eigentlich nicht so der Ort für uns ist.
Ja, Philipp freut sich trotzdem, hat einiges gefunden. Mal schauen, ob wir über Nacht angegriffen wurden, aber nee, war ja auch erst letzte Nacht der Fall. Haben also nochmal Glück gehabt. Phil schicken wir ins Bett. Alle anderen sind leicht hungrig. Alex ist müde, weil er Wache halten musste. Jan setzt sich erstmal, finde ich gut. Liest erstmal ein gutes Buch, sehr schön, Jan. Immer fortbilden, ne? Immer weiterbilden, immer weiter, immer weiter. Und ja, die Fallen laufen noch. Dann gucken wir noch mal. Na gut, hier werden wir nichts Neues bauen können, aber wir gucken mal, ob wir die Hatchet bauen können. Aber ich glaube, jetzt fehlt mir immer noch Holz, ne? Ja, natürlich. Für die Weapon Parts hat sich's gelohnt, muss man sagen. Immerhin habe ich die bekommen. Lockpick brauche ich eigentlich, aber scheiße ich jetzt drauf, ganz ehrlich. Hole ich mir, ich gehe jetzt gleich nochmal ins Krankenhaus, hole mir da nochmal ein bisschen Equipment, dann komme ich wieder, baue ein Hatchet, baue hier noch, mache die ganzen Schränke platt, dann kommt Franco wieder. Und dann sieht es auch eigentlich ganz gut aus, soweit. Ich meine, dann sollte ich mich echt darauf konzentrieren, wenn ich mir das Hatchet geholt habe, dass ich erstmal jetzt meine Hütte zukloppe, also nochmal einmal borde und dann die Tür noch baue. Und wenn ich damit fertig bin, gönne ich mir noch einen Sessel und eine Gitarre. Ich denke, das ist ein guter Plan. Dann habe ich auch erstmal alles, was ich wirklich so benötige. Ja, jetzt haben wir immer noch 8 Uhr morgens. So richtig viel zu tun ist nicht. Aber ich, na, Alex, du sollst dich doch hinlegen, habe ich mich gerade verklickt. Aber so richtig, was machen kann ich jetzt auch nicht mehr. Ich will aber noch kurz warten, ob nicht jemand auftaucht. Ich habe keinen Bock, irgendein Event zu verpassen. Ich schaue noch mal kurz nach, wie es mit dem Radio aussieht. So, einmal ins Ende gehen. Einmal reinhören. Ne, nichts Neues. Eigentlich ja ganz gut. Ich müsste mich eigentlich drüber freuen, wenn ich ehrlich bin. Da ist jemand an der Tür. Franco ist da. Ja, sehr schön. Dann gucken wir noch mal, ob wir ihm irgendwas zum Handeln anbieten können. Ich brauche auf jeden Fall Holz, das weiß ich jetzt schon. Und er hat auch Holz dabei. Das kaufen wir ihm ab. Das Wasser nehmen wir mit dazu. Und die Parts hier finde ich immer gut. Nehmen wir auch noch mit rein. Ja, was können wir ihm denn dafür geben? Scheiße, so viel habe ich jetzt eigentlich auch nicht übrig, ne? Ich habe eigentlich gar nichts, was ich wandeln kann. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Scheiße. Ich kann dir zumindest nichts von dem ganzen Kram geben. Also, die Medikamente muss ich behalten. Das brauche ich alles selber zum Bauen. Macht jetzt keinen Sinn. Ich glaube, ich muss ihn wieder wegschicken. Oh Gott, ist das ärgerlich, ey. Aber ist ja auch am 15. Tag kommt, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Dann ist er vielleicht wieder an Tag 17 oder 18 da, muss ich mir merken. Ja, dann beende ich jetzt aber auch diesen Tag. Und schmeiße mich oder schleudere mich in die Nacht hinein. Vielleicht werfen wir jetzt mal einen Blick. Ja, wir gehen jetzt erstmal ins City Hospital, holen uns da noch ein bisschen was und dann werfen wir einen Blick in die Kirche. Das klingt doch eigentlich ganz nett. Wer macht das Ganze? Jan schicken wir auf Jagd nochmal. Alex ist wieder Wache und dann sind wir alle fröhlich, oder? Ja. Ich glaube aber, wenn ich mal so auf die Uhr blicke, das machen wir in der nächsten Folge. Also haltet euch bereit, wir werden in der nächsten Folge das Krankenhaus nochmal ausnehmen und dann einen Blick in die St. Mary's Kirche werfen. Bis dahin, alles Gute. Danke fürs Zuhören. Ciao.